Servus, hier ist der Peter. Ja, und jetzt sind wir in dem Channel GI5 und heute geht es mal um diesen Anschlag Heerhaus. Da gibt es ja schon ein, zwei interessante Dokumentationen, aber ich will noch mal ganz kurz auf den Ablauf kommen und danach wollen wir mehr auf das Technische, vor allem auf das Sprengstofftechnische kommen, weil wir haben einen Fachmann aus USA, der in so einem Labor ganz spezialisiert auf Sprengstoff arbeitet und uns dazu auch schön was erklären kann, wie sowas Ganze funktioniert. Vorher der ganz grobe Ablauf, das war 1989 im November, am 30. November um 8.30 Uhr, ja, der Herr Bankvorstand konnte sich ausschlafen, der ist jetzt gemütlich losgefahren, sodass er so um 9 Uhr rum in seinem Büro ist, von Bad Godesberg nach Frankfurt, Bankenviertel. Es stand ein präpariertes Fahrrad und dieser Stöpsel soll praktisch das Rohr zeigen, wo die Sprengung drin ist. In dem Fall war es 7 Kilo TNT mit einer Kupferplatte, die nach innen gewölbt ist, also kegelförmige Kupferplatte nach innen, die sich dann auch verformt. Warum und weshalb, erzählt uns nachher alles gleich der Profi. Also hier stand das Fahrrad. Es war in der Straße noch ein Kabel, ja, vergraben, eingebracht. Das war wohl nicht sehr handwerklich sehr gut gemacht, aber war wohl ein Kabel. Und dann gab es diese zwei Fahrzeuge. Ich nehme mal an, dass auf ihn aufgepasst hat das BKA. Das erste Fahrzeug fuhr über die Lichtschranke, ist nichts passiert. Und das zweite, in dem dann natürlich das Opfer, die Zielperson, der Heerhausen, hierhin drin saß, das ist über die Lichtschranke gefahren und genau am Scharnier, am neuralgischen Punkt, hat dann diese Hohlladung eingeschlagen und ist praktisch, hat den Innenraum des Fahrzeugs penetriert, also ist hier durch. Der Fahrer wurde verletzt, aber nicht getötet. Und der Heerhausen ist auch nicht sofort getötet worden, sondern er wurde mit dem Schrapnell, also mit dem Teil der Tür, wurde er am Bein so stark verletzt, dass er dann verblutet ist. Man sagt auch, dass es eventuell möglich gewesen wäre, wenn jemand von den BKA-Beamten, die es ja überlebt haben, sofort gehandelt hätte und wie beispielsweise im Militär gelernt, das Bein sofort abgebunden hätte, hätte man die Blutung stillen können und er hätte wohl eine Chance gehabt, es zu überleben. Das ist ein bisschen spekulativ, aber er war eben nicht sofort tot. Das zu dieser Geschichte. Was ich noch weiß, ist, dass diese Fahrzeuge dann zurückgingen zu Mercedes. Aber Mercedes, da heißt, das Fahrzeug ist verschwunden. Natürlich verschwinden dann nicht einfach Fahrzeuge, sondern die haben überhaupt gar keine Lust, diese zu präsentieren. Die Fahrzeuge werden dann entweder demontiert oder vorher nochmal zu Übungszwecken verwendet. Aber jetzt schauen wir mal nach USA, was der Uli uns sagt, wie denn sowas genau funktioniert, wann das erfunden worden ist. Einfach ein paar Details dazu. Also hier bin ich wieder, jetzt diesmal aus dem oberen Teil vom Labor. Der Peter hat mich ja gebeten, die verwendete Sprengladung etwas näher zu erklären. Ich habe jetzt da mal ein paar Sachen vorbereitet. Was verwendet wurde, war eine 7 Kilogramm TNT-Ladung. Bei TNT liegt die Detonationsgeschwindigkeit etwa bei 6900 Meter pro Sekunde. Und die wurde gegen eine Kupferplatte angebracht. Das heißt, ich habe jetzt hier mal ein Stück Kupfer mitgebracht. Einfach so, was müssen wir sich jetzt vorstellen als Platte. Wie groß die Platte war, ja, die sagen Paketgröße, Schulranzengröße. Wie stark und wie viel Masse das war, ist mir jetzt leider nicht bekannt. Das müsste man, wenn man mal ein Experiment machen wollte, irgendwie in den Erfahrung bringen. Aber jetzt erstmal nur, dass man weiß, wie die Ladung funktioniert, habe ich jetzt mal ein paar Sachen hier, wie gesagt, mitgebracht und vorbereitet. So, warum nimmt man Kupfer? Das Kupfer hat eine höhere Dichte. Und je höher die Dichte, desto mehr Einschlagkraft hat dann praktisch das Projektil. Es handelt sich ja hier um eine projektilbildende Ladung und nicht um eine Hohlladung. Also projektilbildende Ladung heißt, das Metall, das praktisch aufschlagt wird mit dem Sprengstoff, wird durch Kaltverformung in ein Projektil umgeformt. Im Prinzip verwendet man dann sowas wie das hier, etwas, ich habe jetzt ein dünneres Metall hier, weil das ist konkav gebogen. Man nimmt konkav gebogene Flächen aus dem folgenden Grunde, weil wenn man den Sprengstoff, ich habe jetzt hier mal Plastiksprengstoff, wenn man den hinten anbringt und den mit einem Zünder, habe ich auch dabei, hier hinten zündet, kann man das sehen, ja, dann wird der Sprengstoff praktisch chemisch umgewandelt und von dem Zentrum aus, das heißt hier, der nächste Punkt am Sprengstoff, wird zuerst kalt verformt. Das heißt, alles andere Material wird dann praktisch wie so ein Tropfen geformt und dann in die Richtung entgegengesetzt zur Detonation, praktisch weggeschleudert. So,
So, deshalb nimmt man auch in dem Fall, wenn man eine größere Distanz überbrücken will, keine Hohlladung, sondern eine projektilbildende Ladung, weil eine Hohlladung muss relativ nahe am Ziel gezündet werden. Man sagt 2 bis 3 Kaliberlängen. Wenn das hier sind 50 bis 100 Kaliberlängen, das heißt also, so wie das damals war, auf dem Fahrrad geparkt bis zum Fahrzeug, Distanz ist okay und je nach Ladungsgröße eben dann der Einschlag entsprechend. So, wie funktioniert das jetzt? Ich habe hier in dem Zünder habe ich einen kleinen Draht drin, einen Golddraht, damit er nicht oxidiert. Der wird mit Strom beaufschlagt, mit einer großen Ladung und wird dann praktisch von festförmig direkt in gasförmig umgewandelt, sublimiert. Und das erzeugt eine Schockwelle. Und die zündet dann ein paar Sprengstoffpellets innen drin. Das wiederum erzeugt die Schockwelle, die dann den anderen Sprengstoff einfach auch zündet. So viel erstmal zur Erklärung. Und wie gesagt, das hier ist kein TNT, das ist ADX, ein PTN. Und auch Plastiksprengstoff, also ist ungefährlich relativ, ist, kann es auch fallen lassen. Solange man da keine größere Energie einbringt, ist das sicher. Bei TNT ist das jetzt so, dass das gegossen wird. Also das hier ist moldable, also praktisch man kann das in irgendwelche Formen kneten, wie man es braucht. Aber in dem Fall war das wahrscheinlich TNT gegossen. Soweit von mir die Erklärung. Und wie gesagt, wenn ihr mal ein Experiment sehen wollt, bitte in die Kommentare schreiben. Ja, ich fand es sehr interessant und schön, wie er das erklärt hat. Und es gab vor Ort ein Bekennerschreiben der RAF, die aber gesagt hat, dass es eine Hohlladungsmine war. Und jetzt, wie wir rausgehört haben, ist ja das keine Hohlladung gewesen, sondern eher eine projektilbildende Ladung, was ja auch ein großer Unterschied ist. Deswegen gibt es jetzt dann auch nachher nochmal einen zweiten Teil, wo man viel näher drauf eingeht. Können das die RAF-Terroristen an sich gewesen sein oder kam vielleicht eine staatliche Hilfe, man sagt zum Beispiel DDR, Stasi statt Sicherheit oder Hisbollah Richtung PLO, denn du brauchst da viele Übungen, das ist militärische Waffentechnik, da muss man üben, da kann man jetzt bei einer Briefbombe ein bisschen dahin basteln, also so komplizierte Militärtechnik. Wie kompliziert die Militärtechnik ist und wie ausgefeilt und was, da kommen wir jetzt noch mal im zweiten Teil en Detail dazu und haben da auch noch mal einen Beitrag vom Fachmann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken und ich freue mich, wenn ihr auch beim zweiten Teil dabei seid. Ich sage für heute schon mal Tschüssikowski, bis Badowski.